Hallo Freunde der angetippten Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier in meinem kleinen, aber feinen, es sind keine Banditen in deiner Stadt übrig. Die Lüge, hier ist alles voll mit Banditen. Hallo? Ich bin doch nicht mal richtig hier und schon werde ich angelogen und verarscht und abgestürzt. Ich habe schon wieder ein Pferd kaputt gemacht. Gib nicht auf, Schatz. Du bist ein wunderbarer Cowboy. So, ist er das? Na gut, wenn du das sagst. Er ist die dickste Kanone im ganzen Westen. Oh Mann, ich werde dir so eins mit dem Lasso verpassen. Lass Cowboy, hol mal das Lassowerfen üben. Na, üb mal. 4 Stunden lang draußen irgendwo rum auf dem Fußboden. Schwupp, schwupp. Und da ist auch noch einer. Versteckst dich hinter den Pferden, hä, du Feigling. Feigerling. Homie-Baby ist jetzt abgerauscht. Macht jetzt Lasso-Werfübungen. Lasso-Übungswerfen. So, geben wir noch ein paar von den Rohstoffen aus, würde ich sagen. Muss sich auch lohnen. Und zwar eine riesige Menge. Eine große Kiste. Und noch ein großer Stapel. Cool. Hat ordentlich Holz gegeben. Heißt, fehlen noch 3000. Fast genau 3000. Und dann kriegst du 800 Spitzhacken. 800 Picken! So, dann starten wir noch einen Rausch. Da Homie Baby unterwegs ist, können wir ja nur noch mehr picken. Ich bekomme dann 800 Picken und nochmal keine Ahnung wie viele. Ich bin der Pickenman. Ja, seit diesem kleinen Mini-Update vorgestern oder vor 3 Tagen, ich weiß nicht genau, wann es gewesen ist, ist die Stabilität mal wieder im Arnus, um es auf Latein auszudrücken. War das Latein oder war das Griechisch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist Latein. Ich wollte jetzt nicht Arsch sagen, deswegen. Yeah, wo ist eigentlich mein Homie-Baby? Der ist wichtig jetzt im Moment. Der macht schon wieder hat irgendeinen Auftrag. Achso, ich glaube, der ist zu Hause. Homie Baby ist zu Hause. Was? Lasso werfen üben. Da übt er Lasso werfen. Sag mal her. Was machst du denn da? Juhu. Warum fällst du um? Was? Ach, du fängst dich selbst. Ach so, du machst Lasso. Machst erst Lasso schwingen, dann machst du Lasso werf Trick. So um dich selbst. Na, hallo? Hallo? Ah, und dann hast du dich selbst gefangen. Du armer Kerl. Da helfe ich dir mal raus aus der Misere. Ich kann nicht mal Seiltricks. Was bin ich für ein singender Cowboy? Was für ein singender Cowboy bin ich bloß? Du wusstest gar nicht, dass du ein singender Cowboy bist. Es gibt eine Sache, die du beherrschst. Und der sich jeder im Wilden Westen ausgiebig widmet. Bohnen essen? Nein, trinken. Du hast recht. Ich kann den betrunkensten Betrunkenen in der ganzen Pferdetränke unter den Tisch trinken. Pferdetränke? Alles klar. Lass Cowboy Homer beim Trinken glänzen. Ja, Dauert 12 Stunden. Ich glaube aber, ich brauche erst noch... Ich glaube, ich brauche meinen Homer erst für... Ein paar Hüte. Ich weiß ehrlich gesagt im Moment gar nicht. Lass erstmal wieder hier raus. Wieder mal kurz hier rausscrollern. Ich muss erstmal gucken. Achso, krieg ich das nicht auch hier unten angezeigt? Nee, krieg ich hier nicht angezeigt. Das heißt also, ich muss wirklich hier gucken. Ich brauche Hüte. Zumal ich hier auch dann nochmal 800 Spitzhacken kriege. Also es tut mir leid, Homer muss jetzt erst nochmal für ein paar Hüte sorgen. Starte einen Rausch, ein Hutrausch. Gereizt. Ich werde da nicht dran vorbeikommen. Jedes Mal, wenn ich sehe, gereizt werden, muss ich an Badesalz denken. Dürft das gerne mal googeln. Badesalz gereizt. Dann wisst ihr wenigstens, wovon ich rede. Verkaufe überteuerte Vorräte. Achso, haben wir schon. 160. Was fehlt mir überhaupt noch? Was fehlt denn hier noch? Wow, noch... fast 3000.
Noch fast 3000, das dauert dann wohl doch noch so einen kleinen Moment. Was kommt da? Da kommt auch noch so ein Cowboy, ein Cowboy. Hier ist auch nur alle finale Teile. Homer kann gerade nicht. Homer ist gerade anderweitig beschäftigt. Der kullert nämlich hier gleich wieder aus meinem Saloon. Hallo, Homer? Warum kommst du hier nicht aus meinem Saloon rausgeflogen? Hier oben. Da stimmt doch was nicht. Ich finde das nicht okay. 22 Stunden. Oh, das war der falsche Knopf. So ein Mist. Das war der falsche Knopf. Oh, aber jetzt sieht man es hier mal wenigstens wieder. Das sind 29 Anfragen mittlerweile schon. Aber das wollte ich ja gar nicht zeigen. Ich wollte ja eigentlich... Jetzt fliegt er raus. Warum hast du es vorher nicht gemacht? Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich wollte, als ich auf den falschen Knopf geklickt habe. Verdammte Axt. Irgendwas wollte ich doch noch. Achso, hier oben kann ich noch ein paar... Ich wusste nicht, dass der automatisch schon eins aufmacht. Dich hätte ich fast verpasst. Genauso wie dich. Gibt es hier eigentlich kein Dings? Keiner von diesen komischen Goldgräbern? Hat mich keiner von euch besucht? Und mir Goldgräber in die Stadt gestellt? Na gut. Hey. Ich hab dich auch angeklickt. Je, hier ist auch noch so viel zu tun. So viel zu tun. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich wieder ein... So eine Scheiße. Ist ja immer wieder das Gleiche. Ach so, ich soll ja hier gar nicht. Ich brauche ja die Dings. Verdammte Axt, wo war ich denn? Oh, Moment. Moment, 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 Moment. So, so, so. Genau, das wollte ich eigentlich gucken. Zumindest hatte ich das im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das das war, was ich vorhatte. Ach, so ist das bei mir. Wenigstens kann ich hier noch ein bisschen ausgleichen. Ein kleinerer Kasten. Nö, ich spare dann lieber immer wieder bis zu den großen. Bis zu dem großen Zeug. Flupp. Ja, ich denke, Wild West technisch war es das jetzt gewesen. Der Rest ist nur wieder noch so ein bisschen abklickern. Oder haben wir hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Was eigentlich mit Zahn, mit Zahnfleisch, Bruder? Nee, was wieder was anderes. Okay, ich soll 200 Spitzhacken sammeln. Und dafür kriege ich 64 Stück. Na gut. Schauen wir mal, was wir kriegen. Meine Stimme quiekt schon wieder etwas. Ich krieg sowieso Spitzhacken, oder? Ich habe hier Tagesherausforderungen schon erfüllt. Kannst du mal kicken? Kannst du mal kicken? Und schon habe ich noch mehr Spitzhacken. Wo ist eigentlich mein Homie-Baby? Was ist eigentlich... Moment mal. Guck mal, ich krieg auch noch 3 Donuts. So, hier, Ausrufezeichen. Achso, ich muss erst mal gucken dann. Ich muss erst gucken und abwarten. Abwarten und Tee trinken und Kaffee trinken. Und so tun, als wäre es Tee. Ich trinke keinen Kaffee. Zumindest in der Regel nicht. Ich trinke auch nicht wirklich Tee, wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin ein... Was das angeht, bin ich ein seltsamer Mensch. Oder ein seltsamer Erwachsener. Ich habe keine Ahnung. Ich mag keinen Tee. Es gibt ein paar Tees, die trinke ich ganz gerne. Das ist richtig, aber... Ich bin jetzt niemand, der irgendwie einmal am Tag irgendwie nachmittags, so wie die Engländer oder sowas, eine Tasse Tee trinken muss. Ich muss auch nicht unbedingt morgens... Nein, Schummelpiet. Oh, das war's schon wieder. Du warst doch mein kleiner Schummelpiet. Revenge! Ist endlich der große Kürbis? Ich wollte nach meinem Hobby-Baby gucken. Beim Trinken glänzen. Das macht er, glaube ich, zu Hause. Oder macht er das bei Mo? Das macht er zu Hause. Was nun?
Fett im Sattel Teil 3. Deine Belohnung und mache eventuell ein Nickerchen. Na gut. Ich nehme... Fast dich nicht mehr erwischt. Voll Drecksack. Der oben, da steuert das Chronobike. Egal, ich nehme wieder alle drei. Krieg das schon hin. So viel sind das ja nicht. Einfach mal ein bisschen wahllos überall hingeklickt und schon ist alles gut. Oder? Da ist noch einer. Da ist noch einer und das war's dann schon. Ansonsten gibt's hier, glaube ich, nur noch... Oh, ich muss gucken. Genau, Bart ist nämlich wichtig. Bart ist nämlich hier mit drin. Den habe ich nämlich heute Morgen leider wieder auf einen seiner Jobs geschickt, ohne dass er dafür für mich Eventwährung hat generieren können. Und ich hatte jetzt auch nicht die 8 Minuten Zeit noch zu warten. Deswegen, Vorsicht, kein Bart. So. Und so. Und dann lassen wir das erstmal. Nee, ich komme über den Saloon. Oder über den Knopf da oben komme ich ja schneller zum Saloon. Nein, ich muss ja erst... Ich hätte den Knopf auch nehmen können sollen, müssen werden. Und zwar, hey, was brauche ich denn hier überhaupt noch? 1300. Naja, schauen wir erstmal, was wir überhaupt haben. Oh, wir haben viel. Aber hier verlieren wir auch gleich, oder ich, viel. Aber ich habe schon 600. 620, glaube ich sogar. Wow, ich habe genau 0. Genau 0 picken. Hier ist nur noch mein... Was ist das überhaupt hier? Steht da was? Blutbadschluchtschild. Okay. Ich glaube, ich will da jetzt was genaueres, will ich glaube ich gar nicht wissen. Was macht denn Lisa eigentlich? Warum leuchtet die da oben so komisch? Aber mehr gibt es hier glaube ich auch nicht. Ja, das heißt, ich brauche auf jeden Fall Picken. Ganz egal was, hier Spitzhacken zum Eintauschen. Ja, und mein Homie-Baby, der hat auch nichts mehr zu melden im Moment, oder was? Alles ganz normal Sitzsäcke testen. Ach, der ist noch unterwegs. Habe ich ihn schon wieder irgendwo hingeschickt? Irgendwas, wovon ich nichts weiß? Ach so, na klar. Hier. So, Homer. Springfield reinigen. Nee, hier ist auch nichts. Mit Hut Kaltköpfigkeit verdecken. Dann... Kauf mal überteuerte Vorräte. Ja, ich würde sagen, das war's dann schon wieder von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, wie zum Beispiel euren heißgeliebten und gar nicht geheimen EA-Nick. Oh, ein Goldsucher, Pete. Ein Goldschürfer sind das, glaube ich. Ist nicht mal ein Goldsucher. Sehr wurscht. Ob das ist ein Pete. Ah, ich kann vielleicht noch... Ich muss mal gucken. Die Maggie hier ist... Das ist aber nur die zweite. Ich glaube, ich zeige euch nur noch die dritte Maggie immer. Immer nur dann, wenn ich meine Donuts kriege, für die ich meistens $300,000 ausgeben muss. Dann zeige ich es euch. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir einen Daumen, genau. Lest mir was von eurem Alphabet vor und spuckt mir aufs Fenster. Hä? Nein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Wie zum Beispiel euer Enig. Ich kann euch zwar aktuell nicht annehmen, aber es gibt ja noch genug andere Leute, die hier meine Videos gucken und nach Nachbarn immer suchen. Und ich denke, der eine oder andere wird euch sicherlich in seine Nachbarschaft oder in ihre Nachbarschaft mit aufnehmen. Von daher lohnt es sich, selbst wenn ihr nicht bei mir mit auftaucht. Und vielleicht taucht er ja auch irgendwann mal bei mir auf. Dann kommt er auch in eines meiner Videos, die ich ja immer wieder mache. Ich müsste vielleicht mal, ich glaube, ich mache jetzt hier direkt im Anschluss mache ich, glaube ich, jetzt hier nochmal so ein YouTube-Special, wo ich mir hier immer 5 meiner über YouTube gefundenen Nachbarn rauspicke. Im Moment habe ich noch welche, die ich der Reihe nach noch abarbeiten muss. Und die besuche ich dann in meinem Video. Ihr werdet dann berühmt. Ihr werdet Fame. Also, putzt euer Springfield. Macht es sauber. Macht es schön. Macht es hübsch.
Oder lasst einfach, wie es ist. Juckt eh keinen. Also mich zumindest nicht. Mir ist wurscht, wie euer Springfield aussieht. Ich freue mich, dass ich euch als Nachbarn habe und deswegen besuche ich euch auch ganz gerne. Zeigt euer Springfield auch mal gerne den anderen Nachbarn und von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.